Also schaut, schaut gut aus. Schaut definitiv gut aus. Let's go. Weil seitdem wir bei dem Fleckerl waren, haben wir immer wieder eine Nebenquest am Start. Echter Wahnsinn. Aber ich rechne wahrscheinlich wieder damit, dass der Assassinenzirkel da was so, dass da irgendwas da am Start sein wird. Safe. Irgendein Assassin's Creed Havager da am Start. Ich sag's ja, schon wieder mit der Kapuzen. Die haben einfach mal wieder die Kooperation gestartet mit Assassin's Creed, aber dementsprechend haben sie wahrscheinlich nicht die Rechte gekriegt mit Ubisoft. Ubisoft war mit Mirage zu sehr beschäftigt. Dementsprechend haben sie die Wish-Version bestellt. Lord Rossfield, ich habe eine Bitte. Worum geht es, Sarah? Einer unserer Ordensbrüder befindet sich derzeit in Ashra, um im Zuge unserer weiterhin andauernden Nachforschungen einer neuen Spur nachzugehen. Sein letzter Stolas ist bereits eine Weile her und seitdem haben wir nichts von ihm gehört. Hat er auch eine Ruine der Gefallenen erforscht? Nein. Gegenstand seiner Untersuchung war ein Erlöserkult, welcher in den letzten Jahren in Ashra entstanden ist. Wir glauben, er könnte eine Verbindung zum Kreis des Malius haben. Einer uralten Religion, welche Ultima als Gott verehrt hat. Oh. Wir hatten uns erhofft, über diesen neuen Glauben mehr über die ursprünglichen Lehren des Kreises herauszufinden. Also habt ihr ihn nach Ashra geschickt, wo es von Orks und Akasischen nur so wimmelt. Wir waren uns der Risiken vollends bewusst, ja. Ich habe die Mission einem unserer fähigsten Mitglieder anvertraut, dem dritten Stuhl. Er verfügt über reichliche Erfahrung mit derartigen Aufträgen. Obwohl sein Schweigen nun bereits einige Tage andauert, habe ich es bisher vermieden, weitere Brüder auf die Suche nach ihm zu entsenden, damit wir diese nicht auch verlieren. Doch ich hielt es für besser, euch darüber zu informieren, da ihr so reichlich Erfahrung mit den Tücken Ashras habt. Überdies habt ihr mir so eindringlich vermittelt, dass niemand seinem Schicksal überlassen werden sollte, solange dies vermeidbar ist. In der Tat. Aber Ashra ist groß. Wisst ihr nichts Genaueres? Vielleicht. In seinem letzten Stolas aus Ashra erwähnte er ein Dorf, in dem sich der Kult angeblich oft versammelt. Mickelburg heißt es wohl. Es liegt im südlichen Teil Valuts. Sollte ihm etwas zugestoßen sein, dann höchstwahrscheinlich dort. Verstanden. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Der Orden dankt euch, Milord. Bitte macht euch auf den Weg. Möge die Flamme des Phönix immer in eurem Herzen brennen. Sagt mir zwar jetzt ehrlich gesagt irgendwie nix, aber könnte vielleicht auch das eine Dörflein sein, wo wir einmal kurz waren. Aber schauen wir mal. Beziehungsweise, wo wüssten du mich da wieder hinschicken? Oh, okay, ich hätte mir ja ehrlich gesagt eher doch gehabt, dass wir da noch ein bisschen herumspazieren. Aber ja, passt, ja, haben wir sie da eine. Let's go. Plötzlich wieder S-Rang-Monster, das wär's. Das wär's, Alter. Rennen wir einfach vorbei, plötzlich S-Rang. Digga, das war geil. Das war echt, echt geil. Na schade, da unten waren wir auch noch nicht. Ach, gut zu wissen. Definitiv gut zu wissen. Kennt man eigentlich quasi das Stickerl da? Weißt du nicht, wie weit oben da es geht, aber wir kennten ja mal das Stickerl, man kann es kurz da oben gehen. Könntet ja vielleicht irgendwo was geben. So vielleicht Jägermission oder wir machen halt das als erstes. Dann wird er wahrscheinlich verlangen, hörst du, geh wieder zurück. Wir gehen da halt trotzdem wieder ein bisschen weiter. Könnte man so machen. Könnte man definitiv so machen. In der Hoffnung, dass vielleicht sogar der ein oder andere da am Start sein könnte. Das wäre echt cool. Na schau, haben wir gleich wieder Zapzer ab. Kommt mal leider wieder nichts kurz dabei aus, aber passt ja. Wichtig und richtig. Hauptsache, wir haben sich ein bisschen umgeschaut. Beziehungsweise, kannst du mir zeigen? Na, kannst du mir nicht zeigen, gell? Wie viel Prozent mir noch fehlen? Nur noch drei Orte. Wow. Waren wir eh schon fleißig, bist du etwas? Ja, waren wir schon echt fleißig. Bist du narrisch? Das wird wahrscheinlich eins von den Orten da wahrscheinlich auch noch sein. Haben wir gleich wieder eins weniger. Und ich glaube, das nur bei der Wüste. Bei dem Startgebiet.
Vom Startgebiet einfach nur nach rechts gehen. Das wird wahrscheinlich dann das nächste sein. Und da wird wahrscheinlich aber sicher auch mal irgendeine Jagdmission oder sonst was am Start sein. Aber da sind wir, glaube ich, eh noch nie so wirklich entlang gegangen. Ich glaube, maximal nur einmal ganz kurz. Eh vielleicht für irgendeine Nebenquest oder irgendwas in der Richtung. Wegen irgendwas sind wir safe daherkommen. Wegen irgendeinem Blödsinn. Ab und zu denke ich mir wirklich so, Diggi, es wurscht, lasst mir einfach eine Lage. Mit Torgau, das gibt's ja nicht. Mach ja wirklich gar nichts. Komplett unnötig. Komplett unfähig, die Gruppenmitglieder. Was wollen wir denn? Komplett für den Arsch. Jo, nein. Macht ihr hier mal wieder den Teleportationshasen? Jo, genau, Alter. Bleibt wenigstens bei einem Picken, dass der wenigstens mehr geht. Digga. Naja, so, vier voll ist aber jetzt nicht viel gewesen, bist du etwas? Na, warte. Das ist ja gleich nicht gebietet. Ich habe ja schon überlegt, ob soll ich überhaupt da hier hupfen? Das wär's jetzt gewesen, Alter. So, na, scheiß drauf, der ist eh gleich hier. Na gut, dann hupfen wir dann doch halt hin. Ja, meine Güte. 5000 Fertigkeitspunkte brauchen wir jetzt. Aber das dauert. So, da haben wir gleich mal unsere Abkürzung. Überleg, ernsthaft, wegen irgendeiner Kleinigkeit waren wir safe schon einmal da. Wahrscheinlich da irgendwo so nebenquestmäßig hat uns da mal kurz verschlagen und sind wir schon wieder weg gewesen. Safe, irgendwas in dem Dreh. Was für eine nette Stadt. Ich warte mir irgendwie so Kult oder... Ja, genau. Gott, das sind nicht alle die Kapuzen aufhaben. Das wär's. Weiße Kapuze, Spitz, was? Niemand hier ist sarkasisch. Das Dorf scheint noch sicher zu sein. Aber wer weiß, ob nicht Ultima die auch vielleicht so manipuliert hat. Aber was hat er von denen? Nix. Was sind denn irgendwelche vor? In dem Fall. Die haben auch nichts Besonderes. Ja, vielleicht ist der ein oder andere Träger noch dabei, aber sonst... Den Ruf gehört? Den Ruf gehört? Nein, ich suche nach jemandem. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht einmal, ob er hier ist. Mit so vielen Leuten hatte ich nicht gerechnet. Das ist verständlich. Was macht ihr hier? Seid ihr hier zu Hause? Ich lebe hier. Die anderen, sie sind dem Ruf gefolgt. Was ist dieser Ruf? Wovon sprichst du? Sie wollen hier das Ritual abhalten. Genau wie König Barnabas es befohlen hat. Dieses Dorf ist ihr Altar. Ich glaube, ich muss dann mal das Fenster zumachen. Es könnte vielleicht wieder zu laut sein draußen. Sie werden in die Wogen des Äthers gleiten lassen und sich ihrem Herrn hingeben. Sich hingeben? O Herr, nimm unsere Sünden von uns. Lass uns in deinen Armen zu neuem Leben erwachen. Befreie uns von der Qual dieser sterblichen Welt. Sie hoffen auf Erlösung. Entschuldige, ist außer mir nicht noch ein Fremder hier? Er trägt wahrscheinlich eine Kutte. Du meinst den Reisenden aus Sturm? Ja, er ist in meinem Haus. Im hinteren Teil des Dorfes. Danke. Dann gehe ich zu ihm, wenn du erlaubst. Sie beten für dieselbe Erlösung wie Barnabas. Wenigstens ist der dritte Stuhl am Leben. Finden wir ihn. Na, mal abwarten. Gehen wir mal überhaupt eine. Wer weiß, ob er nicht gleich hinter mir die Tür zumacht und uns eine kippt von hinten. Uns gleich absticht. Gibt uns gleich einen Bauchstich oder was auch immer. Digga! Kannst echt nicht wissen. Aber ich gehe mich da jetzt mal definitiv mal kurz im Dörflein da umschauen. Wer weiß, ob die nicht doch vielleicht sogar noch eine interessante Kiste da am Start hätten. Wer weiß. Beziehungsweise irgendeine angeschissene Unterhosen oder sonst was werden sie doch haben, oder?
aber echt interessant. Bist du deppert? Es wäre aber so lustig gewesen, wenn die jetzt wirklich alle mit der Kapuzen da gestanden wären und uns dann so deppert angeschaut hätten. Kurz davor so gewesen, Alter, wie jetzt. Sie haben jetzt abgestochen oder abgeschlachtet oder hingerichtet oder irgendwas in der Richtung. Das wäre jetzt richtig geil gewesen. Ha. Also, gesund schaut er noch aus. Bist deppert? Entschuldigt. Gehört ihr zu den Ewigen? Dir geht dein Scheiß ernst? Und allem Anschein nach, ihr ebenso. Digga, der hat eine scheiß verfickte Kapuze. Schaut aus wie Assassin's Creed auf Wish bestellt und du fragst ernsthaft, ob man in den Clan dabei ist? Digga, also sah man nicht ab. Cyril macht sich Sorgen um euch. Er hat mich geschickt. Dann bitte ich um Entschuldigung. Es war nicht meine Absicht, ihn zu beunruhigen oder gar euch darin zu verwickeln. Warum habt ihr euch nicht mehr gemeldet? Ist etwas passiert? Mein Auftrag lautete, den hiesigen Glauben zu erforschen. Aber im Zuge meiner Arbeit begann mein eigener Glaube mir nichtig zu erscheinen. Ihr habt sie beim Gebet gesehen, nicht wahr? Sie verehren ihren Herrn mit einer solchen Inbrunst, wie ich sie niemals zuvor erlebt habe. Tag und Nacht beten sie zu ihm, auf dass er sie von ihrem Willen befreien und in seinem Licht neu erschaffen möge. Nicht um von all ihren weltlichen Lasten erlöst zu werden, sondern um ihm auch weiterhin zu dienen, mit jeder Faser ihres Daseins. Auch ich habe geschworen, mein Leben dem Dienst an meinem Herrn zu widmen, aber ihre Treue, sie reicht weiter, viel weiter. Und deshalb werde ich bei ihnen bleiben. Ich werde sie beschützen, bis ihr Wunsch in Erfüllung geht. Sie sollen weiterhin ihre Pflicht tun können, selbst wenn das bedeutet, dass ich die meine nicht tun kann. Euch ist bewusst, was genau ihr Wunsch ist, oder? Das ist es. Sie wollen ihren Willen aufgeben und akasisch werden. Es mag schwer zu begreifen sein, aber für diese Menschen bedeutet das wahre Erlösung. Es tut mir leid, Milord, aber ich werde hier bleiben. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr an meiner Stelle Lord Cyril die Aufzeichnungen geben würdet. Oh shit. Habt ihr das gehört? Es kam von draußen. Es kann aber fix nur auf mich sein. Bleibt hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Ultima, also nicht bös gemeint oder irgendwas in der Richtung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Ultima sich quasi auf Normalus einlässt. Der ja viel, viel Wichtigeres. Oh, Fickerei. Der hat viel, viel Wichtigeres vor mit den ganzen anderen Charaktere und alles. Aber finde ich interessant. Finde ich echt interessant. Also, das ist eh schon der Ruf von ihm. Nein, im Prinzip wollte er eigentlich euch quasi abschlachten. Das war eh schon der Ruf von Ultima. Dinger! Der hat sich gedacht, der scheißt einmal auf euch. Ich brauch das nicht jedes Mal aufgeweckt werden. Da wird das wahrscheinlich die ganze Zeit nicht kommen oder so. Ja, die rufen mich schon wieder, Alter, los, wir schlafen. Das gibt's ja nicht. So könnte ich mir das ungefähr so vorstellen. Dass es hier sogar noch welche am Leben gibt. Ist ja ein Wunder. Komm schon, Phase 2, komm schon. Was denn noch? Oh, eine Art kleine Prüfung oder was? Sollen wir springen? Mir ist wurscht. Ich würde mal sagen, nächste Welle kommt. Interessante nächste Welle. Hi, Großer. Schon wieder.
Na dann auf ein neues. Ja, der hätte definitiv unten bleiben sollen. Der Haberer, definitiv. Definitiv. Dementsprechend einmal wieder den Limit auspacken. Ja, Mann! Haben wir keinen Limit aus und tschüss. No. Da mache ich Fickerei mit ihm. Da kann ich Scheiße gehen. Wichtig und richtig gebeten, er ist eh schon wieder zu Hüften hier. Er kann mir auch gerne einen Saftplan holen, Alter, währenddessen. Mir ist wurscht. Aber ich warte noch auf Saftplan. Ich glaube, ich gehe noch das kleine Stickel da oben. Ich habe so das Gefühl, dass da noch irgendwas am Start sein könnte. Ja. Ah, und das kleine Stückchen noch und tschüss. Und jetzt gehen wir erst da. Das gibt's ja nicht. Das ist ja witzig. Wir brauchen noch die andere Fähigkeit. Lieber böse. Ja, Mann. Hat er noch schön ausgeteilt. Er hat er noch richtig schön gegeben. So, ich sehe mich da schon. Oh, schon wieder mal. Sega. Ja, das ist eine schöne Fickerei. Glaubst du nicht ernsthaft, dass du mich kriegst damit, Alter? Und scheißen gehen, Junge. So, wir brechen dich eh gleich nochmal. Und tschüss. Na, warte. Also, Apfel gehört dazu. Man kann ihn wissen. Ah, Arsch. Ist schon mal wieder weg gewesen, der Hund. Ja, jetzt ist es eh. Jetzt kann er scheiße gehen. Aber ich heb mir das trotzdem lieber mal auf. Den Limiter. Den Limiter will ich mir unbedingt aufheben. Haha, da wollte er noch einschlagen, der Hund. No. Du schlägst einmal definitiv nicht hier. Du kannst scheiße gehen. Leg los, Haberer, leg los! Jo, meh! Alter, müssen wir jetzt ernsthaft nochmal brechen? Nicht dein Scheiß Ernst. Müssen wir jetzt nochmal brechen müssen? Ah, kommt ungefähr hin! Ich denke mir so, Rudi, wir sind Level 47. Was willst du hier machen? Das sollte normalerweise locker flockig mehr gehen. Ich will gar nicht wissen, oder wie es da ausschaut, wenn wir dann wirklich dann einmal quasi auf einem Fantasy-Modus spielen. Da geht da gar keiner mehr, habe ich so das Gefühl. Da brauchst du eine Stunde für den Haberer. Da brauchst du 10 Stunden für ihn. 100 pro. Wahnsinn. Na schau, haben wir es dann auch schon wieder bald geschafft. Das ist ja das Geile. Das nächste Viech. Verdammt. Hätte ich mir nicht gedacht. Hätte ich mir echt nicht gedacht. Mich wundert es eigentlich, dass die sich noch nicht verwandelt haben. Weil so viele Äther, was da am Start ist, könnte sie sich sicher schon leicht verwandelt haben. Nein, ja nur. Ich konnte nicht einfach zusehen. Sie alle verdienen es, wahre Erlösung zu finden. Und gänzlich im Dienst an ihrem Herrn aufgehen zu können. So wie ich, als die Ewigen mich aus der Gosse geholt und meinem Leben Sinn gegeben haben. Eine Aufgabe. Mein Dienst hat mir alles bedeutet. Ich werde ihnen diese Erfüllung nicht versagen. Selbst wenn das bedeutet, dass sie alle akasisch werden müssen. Bitte vergibt mir, Lord Rosfield.
Ich will euch keine Bürde sein, doch meine Notizen. Könntet ihr dafür sorgen, dass Lord Cyril sie erhält? Natürlich. Verlasst euch darauf. Ich hab ja gesagt, komm, die verwandelt sich. Aber es hätte natürlich nicht auf diese Art enden müssen, aber dennoch. Nicht schlecht. Ich hätte mich gern noch bei dem Stickerl umgeschaut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Sie sind erlöst. Meine Güte. Ich sollte Cyril Bericht erstatten. Na gut, dann machen wir gleich die Mission fertig. Würde mir aber trotzdem gerne das eine Stückel anschauen. Das hätte mich ehrlich gesagt voller Wäsche interessiert, beziehungsweise da sind wir wieder umso mehr an der Platin. Ja. Lord Rossfield, ihr seid zurück. Ich bin froh, euch unversehrt zu sehen. Euer dritter Stuhl schickt mich. Ich soll euch seine Notizen geben. Vielen Dank, Milord. Ist er noch in Ashra? Er wurde in Mickleburg getötet. Ich habe ihn dort begraben. Ich konnte ihn nicht retten. Dann war es sein Schicksal. Zweifellos. Die Dorfbewohner dort. Sie waren Anhänger dieses Kults. Sie haben dafür gebetet, von ihrem Willen erlöst zu werden. Dann kam eine Ätherflut. Und ihr Wunsch wurde wahr. Euer Mitbruder hat sich für sie geopfert. Obwohl er wusste, dass ihr Wunsch ihnen ohnehin nur den Tod bringen würde. Dann hat er bis zuletzt ihre Freiheit verteidigt. Ein ehrenvoller Tod. Denn das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben beinhaltet auch einen selbstbestimmten Tod. Sid würde euch zustimmen. In seiner Welt sollte man in Freiheit sterben können. Ein edles Ziel. Für seine Ideale zu sterben, ist der vollendete Ausdruck des eigenen Glaubens. Egal wie töricht die Entscheidung auf andere auch wirken mag, das einzig Wichtige ist, dass sie auch wirklich die eigene war. Wir Ewigen leben nach den Regeln unseres Ordens. Wir glauben an sie, bewahren sie. Oh, die kurz. Wir sterben für sie. Jedes Mal, wenn ich die offen los. Unsere Überzeugung. Aber er ist nicht für euren Orden gestorben, sondern für die Dorfbewohner. Glaubt ihr immer noch, dass er richtig gehandelt hat? Ich glaube, dass er es geglaubt hat. Die Ewigen sind keine Sklaven, sondern willige Diener. Und das war sein Wille. Klarer hätte er ihn nicht ausdrücken können. Sei froh, dass ich die Tür offen lasse. Jetzt hör auf zu schreien. Na gut. Ich möchte seinen Namen wissen, Cyril. Und die Namen aller Ewigen, die bis heute in Ausübung ihrer Pflicht gefallen sind. Sie haben meinem Haus gedient. Ihre Erinnerung zu bewahren, ist meine Pflicht. Sehr gern. Lasst mich euch das Buch der Märtyrer bringen. Milord, es war immer und wird immer die größte Ehre meines Lebens sein, Haus Rossfield zu dienen. Unsere Pflichten sind verschieden, doch sie dienen demselben Zweck. Ich bete mit aller Kraft für euren Erfolg. Und ich bin sicher, wären sie jetzt hier, würde jeder einzelne meiner gefallenen Brüder und Schwestern das auch tun.
Sehr schön. Wow, der gönnt. Ui, ui. Weißt du, was wir da machen können, gell? Digi. Auf saftig knaftig können wir ein richtig geiles Upgrade dann starten normalerweise. Also ich müsste noch die ein oder andere Jagdmission erledigen. Haben wir alles fürs... Ah. Ich habe mir gedacht gehabt, fürs Zimmer oder irgendwas kriegen wir jetzt irgendwie so eine Art Belohnung. Aber anscheinend fehlt da noch irgendwas. Ich überlege nur. Achso, das war der Sticker, was ich mir anschauen wollte. Okay. Gut zu wissen. Ich überlege halt nur. Aber ich glaube, wir waren eh schon überall, glaube ich. Oh, schaut jetzt so da mal Pi-mäßig so aus. Wir wären überall gewesen. Passt. Dann tun wir die Weltkarten. Weil dann schaue ich mich gleich ein bisschen um. Hätte ich gesagt gehabt. Da haben wir eh auch das. Schaut eigentlich hier relativ safe aus. Schaut auch safe aus. Ja, so da mal Pi, aber ja. Schaut echt gut aus. Das finde ich jetzt aber nur interessant. Oder weil das da das Startgebiet von damals. Was mir so bekannt vorkommt. Ja, das war das Startgebiet. Startgebiet. Jetzt weiß ich, wieso es mir so bekannt vorkommt, das Wegerl. Ich weiß schon. Das war das